Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Skyview 2 mit dem Shadow. Moin! Ja, wir bewegen uns jetzt weiter Richtung Astral Sorcery und den Resonating Wand, ein Luminous Crafting Table haben wir. Und als nächstes brauchen wir hier diese Light Welds, um Liquid Starlight zu produzieren. Wo habe ich sie denn hier? Light Well, da. Da brauchen wir auch schon ein Crystal für. Ja, ich bin halt, ich weiß halt nicht, die müssten eigentlich umgeformt werden von den Marble Bees. Müsste man eigentlich mal auschecken, ob die das schon geschafft haben. Ich will mal eben die Nacht überbrücken, damit die auch wieder rumfliegen. Und das ist jetzt nämlich dann der nächste Punkt, wo wir haken würden. Schauen wir mal nach. Ja, eigentlich müssten die hier durch entstehen, ne? Aber irgendwie hat das noch nicht ganz geklappt. Oh, ich bin mal gespannt, wie das funktionieren soll. Wie sieht's bei dir aus? Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir weitergekommen sind mit der Pressure Chamber. Ja. Auch schon mal so weit vorbereitet. Ich bin nicht ganz sicher, ob alles so ist, wie man sich das vorstellt. Oh, zack, zack, zack. Zack, ich brauche gleich hier Strom. Das ist das große Problem. Musst du denn? Ventil ran und hier kommt ein Interface hin. Ah, da hinten. Ah ja, das sieht aus wie eine kleine Pressure Chamber, ne? Ja, die sieht Genau. funktionstüchtig aus, ja. Jetzt kommt das hier dran an das Valve. So, zack, zack. Da kommt noch ein Sicherheitsventil dran. Und ein Air Compressor. So. Ja, der muss aber Aber andersrum. andersrum. Müsste so, ne? Genau. Und jetzt kommt da in den Air Compressor müsste dann, Kohle rein, glaube ich. ja, Kohle haben wir jede Menge. Dann brauchen wir auch einen Kohleblock. Ein Kohleblock? Nicht Ja, normaler? den schmeißen wir da rein, der dann compressed wird. Also, okay. Haben wir noch irgendwo Kohle rumliegen? Oder muss ich noch eben Kohle durch? Kannst ruhig Kohle durchjagen, wir haben genug Zeug. Ne, doch, Genau. wir haben Kohle hinten im, hier müsste genug Kohle drin sein, ja. Ah ja, Über genau. 500 haben wir ja schon drin, ne? Das geht flott, ne? Ah, jetzt habe ich direkt hier mal hier so einen Block. So viel Zeug, ey. Ja. Richtig viel Rest und Zeug. Alter. Ah, da kommt die ganze Kohle noch. Ja. Gar nicht, wo wir den ganzen Wachs hier. Müssen wir auch irgendwo im Lager speichern. Haben wir auch hier. Schon über 600 Wachs. Mal Das weiß ich gucken. nur noch nicht mehr. Ich glaube, ich brauche noch ein irgendwas, was ich da reinfügen kann. Ich glaube, ein Trichter, Es ist voll ärgerlich, dass wir jetzt an diese Crystals nicht rangekommen sind. Hier steht B-Block Mutation requires there to be a valid hive for the B go into. Ja gut, das ist klar, das haben sie ja jetzt alles, ne? Das heißt, prinzipiell müssten die Pillars umwandeln, ne? Ach, die können auch aus Sand Aquamarine machen. Okay. Ah. Nicht schlecht. Die Marble Bean, nicht schlecht. Ja, genau, den Nektar, den haben wir ja da schon. Okay. Ja, ich weiß halt nicht, wie es geht. Ich stelle mir das so vor, dass da einfach dass die Blöcke da umgewandelt werden.
Ich weiß halt nur nicht, wann das der Fall ist. Wobei, sonst könnte man auch da lassen. Ne? Ich bin gespannt, ich weiß es nicht. Wir warten es einfach mal ab. Ja, ich bin ein Vandale geworden. Bist du? So, ich habe das Ding aufgemacht. Welches Ding? Ja, ich habe das Interface ein wenig gebroken. Oh, irgendwas ist ja... Ja, das da gerade ist. Schon richtig so. Okay. Ich wollte da jetzt auch ein Interface hinsetzen. So. Das wird sehr laut. Kommt da Druck rein? Ja, das sieht gut aus. Ja, ja. Ja, der wird auch reingetragen, der Stone. Ja. Kommt rein, ja. Also es ist jetzt nur 0,5 Bar dran, dann. Ist bestimmt... Ich weiß noch nicht, wie ich das da rausholen soll. Aha. Das muss mit so einem, entweder eine Kiste hin, vielleicht, daran, oder, Warte mal. Pressure Chamber. Du brauchst ein Out. Ach, ich brauche 8. Ah, ich muss 8 Kohle da reinpacken. Und ich brauche... 4 Bar. Ja, aber du brauchst vor allen Dingen auch einen Ausgang, ne? Ja, ist hier. Hier ist der Ausgang. Ah ja, ah, okay. Aber ich muss da noch ein bisschen Kohle reinschmeißen. Denn 8 Kohleblöcke müssen da rein. Okay. Ja, es ist alles ein bisschen ärgerlich. Ich hoffe, das geht jetzt hier ein bisschen schneller mit den Marble Bees. Sonst wüsste ich jetzt nicht, wie es sonst funktionieren soll. Tot. Ja. So, dann gucken wir mal. Und da ist hoffentlich irgendwo unser erster Diamant. 10. Du musst es dafür aufmachen. Ja, ich brauche noch irgendwas, um das mal rauszuholen, automatisch. So. Wieso? Ich das funktioniert. Mach doch eine Kiste hier dran. Oder ein Band oder sowas. Ja, Band gibt es irgendwie nicht. Aber eine Kiste mit einem Item-Transporter sollte es eigentlich tun. Hast du einen Diamanten jetzt? Ich habe einen Diamanten, ja. Oh, nice. Ja, hervorragend. Das heißt, wir können Diamanten herstellen. Das ist schön. Ich habe auch noch eine Idee bekommen von... auch Glas. Von diesen Marble Bienen. Das ist kein Glas. Da. Ich nehme das einfach mal mit. Nehmen wir mal noch eins mit. Könnte durchaus sein, dass wir für die Mutation noch mal einen kleinen extra Raum machen müssen. Aber das ist dann halt so. Oh. Aber. Ich so nicht. Okay, mach ich auch noch. So, ich werde mal. Ach, scheiße, jetzt ist die Abgabe. Das funktioniert nämlich so nicht. 1, 2, 3, 4. Ne, einer wird jetzt eingesammelt. Na gut. Und dann nehmen wir einen mit. Und gleich, wenn die hier rauskommen wieder, warten wir mal kurz drauf und sammeln wir die ein. Okay, also man muss jetzt das Beehive irgendwie verstecken, sodass die Bienen da nicht rein zurückgehen können. Und dann sollen die transformieren. Gucken wir mal, ob sie das auch machen. So, die sammeln jetzt das Nektar. Ich weiß nicht, ob die an der Seite da rein können oder nur vorne. Ja gut, das klappt natürlich so nicht. Das heißt, ich muss da gleich... Glas wieder drumherum bauen, hier und hier. Das heißt, ich brauche noch einen weit. Wobei, ich kann den ja auch einfach zumachen. Dann kommen sie da schon mal nicht rein, also nur noch 2. Hm. Jetzt, wo wir es zugemacht haben, sehen die Bienen auf jeden Fall immer noch ihr Dingens hier, ihr Hive, aber die können... Wieso können die hier zurück? Können die so diagonal rein?
Ja, das funktioniert dann natürlich so nicht. Das ist jetzt voll ärgerlich. Das heißt, wir müssen hier irgendwie doch anders bauen. Drei Diamanten hast, das ist schön. Wir haben jetzt hier erstmal eine Obsidian-Biene und jetzt, Quatsch, eine Marble-Biene und jetzt werden wir mal das Ding da zumachen und hoffen, dass sie jetzt mit den Pollen die Sachen hier mutiert. Nee. Ich raff es nicht. Ich raff nicht, warum sie da reingeht. Das ist echt der Hammer. Ich hab keinen blassen Schimmer, wie die da reinkommt. Ui, ein kleiner Leck. Versuchen wir es mal auf dem anderen Weg. Es hat tatsächlich geklappt. Die wandelt jetzt die Sachen um, die Biene. Weil sie nichts anderes zu tun hat. Ja, sie macht Aquamarine aus Sand. Und aus den Marble Pillars macht die Rock Crystals. Sehr schön. Das funktioniert echt. Man muss das ganze Ding da blockieren. So, warum macht sie das noch nicht? Na scheiße, jetzt ist es reingekommen. Aber immerhin hat es geklappt. Das heißt, wir haben jetzt zwei Rock Crystals. Ich glaube, das ist auch das. Ja, doch fast das, was wir brauchen. Ne, wir brauchen drei Rock Crystals. Das heißt, ich muss dann noch einen machen. Hier sind die zwei Marble Pillar. Das heißt, ich muss jetzt da gleich wieder rauskommen. Dann müssen wir es wieder zumachen. Jetzt schon wieder nicht richtig. So. Mal hoffen wir mal, dass die hier aus denen auch noch was macht. Wenn wir nur zwei, können wir nochmal welche machen. Okay. Zack, zack. Dann schauen wir jetzt mal. Ja. Sehr schön. Aber die zwei will sie wenig hier. Ja doch, nice. Ich bin viel zu voll, ey. Ich habe echt keinen Platz mehr, ne? Ich sag mal. So, ich habe eine Diamantenpicke. Ich habe keinen Platz mehr, ey. Das ist schön. Das heißt, wir können Obsidian abbauen. Ja. Alter. Mal eben den ich muss ja eben irgendwas loswerden hier. Ja, kannst du einfach in die Kisten schmeißen, ist alles super. Der sortiert hier selbst. Menschen werden hier wahrscheinlich vollkommen untergehen. Also muss das Interface nutzen. Ja, bloß auf, es ist alles sehr chaotisch gerade. Ja, nimm hier das Interface und schmeiß das einfach rein. Das ist egal. Ja. Weil das, die Kisten, die kannst du zwar sortieren, auch der Draw, der schmeißt danach einfach irgendwo was rein. Okay, ich werde jetzt erstmal ein Brot reinsnacken. Weil der Typ hat schon wieder Hunger. Dann packen wir die Bienen weg. Und dann gucken wir, dass wir noch ein bisschen Diorit herstellen. Ich glaube, wir haben noch ein bisschen Diorit hier. Genau, jetzt bei 4. Brauchen wir wahrscheinlich ein bisschen mehr sogar. Ein bisschen Diorit herstellen. Und den Rest, den bringen wir wieder. Bringen wir wieder nach oben, ne? Ja. Okay. Und, ja, du kannst jetzt mal gleich deine Dingens benutzen.
was? Deine Picke, die du gebaut hast. Ach, cool. Rune. Ach, da brauche ich jetzt wieder den. Ach, scheiße. Ja, das Obsidian steht da, wo der Crystal ist, der Crystal Block. Das habe ich da hergestellt. Mhm. Oh ja, perfekt. Dann baue ich das gleich ab, ja? Ja. Wir brauchen zwei davon. Oh cool, das läuft schon. 85. Zwei chiselt. Drei davon, okay. Drei davon. Und ein chiselt. Ja. Gut. Und dann, hier hast du schon mal Dia, Dia, genau. Ja, kannst du mir geben. Ich bin noch dabei, hier ein Lightwell zu bauen. Ach, zwei chiselt. Ach, ist das scheiße. Ja, das ist das Letzte, was wir tun heute, dass wir Sorcery in den Well machen. Ah. Pack aufladen, ja, so. Oh, Quest completed. Ja, und jetzt sammeln wir Liquid Starlight mit einem Aquamarin. Und dann müsste man als nächstes diesen nächsten Altar bauen. Den hier, das heißt, wir brauchen zwei Pillar und zwei Chiseled Marble wieder. Zwei Pillar kriegen wir relativ schnell. Und jetzt habe ich wieder vergessen, ob es zwei Chiseled sind. Das heißt, die machen wir uns auch noch schnell. Und dann verabschieden wir uns. Beim nächsten Mal geht es dann hoffentlich weiter mit Stahl und Obsidian. Das ist halt ein bisschen aufwendig gerade, aber es geht. Aber es sollte funktionieren, genau. Genau. Ah. So, also schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es dann weitergeht mit dem ganzen nächsten Zeug hier. Ja, ach, vier Pillar. Ja, siehst du mal. Mach's gut, bis dann und ciao.